Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Christine Hartfiel ist heute bei uns zu Gast im Studio. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Die Gesamtzahl der Straftaten im Landkreis Rostock, die stieg ja im Jahr 2016 etwas an auf 11.928. Wie muss man denn diese Zahl bewerten? Na, in der Umrechnung ist dieses ein Anstieg im Jahr 2016 um 4,6%. Aber im Vergleich zu den vergangenen Jahren liegt dieses im normalen Schwankungsbereich. Also das bereitet uns jetzt erstmal nicht solche großen Sorgen. Worin unterscheiden sich denn die einzelnen Straftaten? Können Sie vielleicht zwei Beispiele nennen? Na, bei Betrachtung der Gesamtzahlen im Jahr 2016 ist zu erkennen, dass der Anstieg aus dem Bereich der Hoheitsdelikte, der sonstigen Straftaten und auch der Strafnebengesetze erfolgt. Im Bereich der Straßenkriminalität haben wir auch im Jahr 2016 eine Senkung um 8,4%. Straßenkriminalität umfasst alle die Straftaten, die im öffentlichen Bereich begangen werden. Den höchsten prozentualen Anstieg wiesen die Sexualdelikte auf. Wie schätzen Sie diese Zahl ein? Also die Zahlen der Sexualstraftaten sind von 87 Fällen im Jahr 2015 auf 134 Fälle im Jahr 2016 gestiegen. Das ist ein Anstieg von 54%. Jedoch liegt die Aufklärungsquote auch bei 93,3%. Anzeigen werden hauptsächlich erstattet mit dem Tatbestand Missbrauch Schutzbefohlene, und die Anzeigenerhöhung resultiert sehr wahrscheinlich daraus, dass wir eine verstärkte Sensibilisierung haben der Ämter, Schulen und anderen Behörden. Die Rauschgiftkriminalität scheint auch zuzunehmen. Was meinen Sie, woher diese Zunahme resultiert? Das Umfeld für den Bereich der Rauschgiftkriminalität hat sich nicht geändert. Jedoch unterliegt dieser Deliktsbereich der Kontrolle. Das heißt, die Straftaten werden erst dann zutage gebracht, wenn die Polizei kontrolliert. Zum Beispiel bei Verkehrskontrollen werden Rauschgiftverstöße festgestellt. Und je mehr Verkehrskontrollen durchgeführt werden mit den Beamten, umso mehr kommen wir manchmal auch in den Bereich und Nebenstraftaten werden mit zutage gebracht. Wie steht denn unser Kreis im Vergleich zu anderen Kreisen in Mecklenburg-Vorpommern da? Der Landkreis Rostock hat zusammen mit dem Landkreis Ludwigslust-Parchim die geringste Kriminalitätsbelastung pro 100.000 Einwohner. Somit sehen wir diese Entwicklung positiv und sie kann der Bevölkerung einen Anreiz bieten für die Erhöhung des subjektiven Sicherheitsempfindens. Ja, den Bewohnern ist ja zumeist wichtig, dass Straftaten auch aufgeklärt werden. Wie sieht es denn damit aus? Kann man da auch einen Erfolg verzeichnen? Unsere Aufklärungsquote liegt im Jahr 2006 mit 63,7% über dem Landesdurchschnitt, der bei 62,8% liegt. Im Jahr 2015 lag die Quote bei 58,7%, wurde also um 5% erhöht. Ja, gibt es denn etwas, was Menschen tun können, um sich besser zu schützen, auch vor Kriminalität? Auch wenn die Diebstahlsdelikte in diesem Jahr gesunken sind, so haben wir eine Zunahme der Zahlen im Bereich der Wohnungseinbrüche. Dieses resultiert aber auch daraus, dass wir ungefähr eine Serie von ungefähr 90 Einbrüchen im Bereich Amt Rostocker Heide hatten. Im Bereich der Eigentums und der Eigenheime, Gartenlauben, können die Menschen schauen, ob ihre Fenster, Türen, Jalousien okay sind und dem Standard entsprechen. Beratung bietet in diesem Thema Sicherheit rund ums Haus die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Rostock an, die auch gerne auf Anfrage zu Ihnen kommt und Sie berät. Ansonsten möchte ich in diesem Rahmen die Gelegenheit nutzen, um auch auf die inzwischen unterschiedlichen Betrugsmaschen ähnlich dem Enkeltrick aufmerksam machen. Bekannt wurde, dass ein Anrufer sich als Polizeibeamter ausgegeben hat. Er wollte ein Gespräch führen über eine eingegangene Beschwerde. Er lenkte jedoch das Gespräch sehr schnell auf die im Haushalt vorhandenen Vermögensgegenstände und die Kontodaten. Aber die Täter, die geben sich nicht nur als Polizist, Enkel oder Verwandte aus, sondern auch als Handwerker oder Anwälte. Seien Sie vorsichtig, trauen Sie keinen Fremden.
geben Sie keine Informationen über persönliche Lebensumstände, Wertgegenstände, Konten oder Finanzen preis. Gehen Sie mit einer gesunden Grundskepsis ran. Beenden Sie ein Telefonat, wenn es Ihnen ungeheuerlich wird. Das ist nicht schlimm. Lassen Sie Unbekannte vor der Tür stehen, die können warten. Übergeben Sie niemals Geld und melden Sie sich gerne bei der Polizei. Wir sind Ihnen behilflich. Ja, Frau Hartfehl, dann danke ich Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen bei Ihrer Arbeit auch immer guten Erfolg. Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen.